Und bei Flug Elektroeis und Gestein. Okay, dann eigentlich Eis. Dann müssen wir leider Gottes dieses kleine Nibel hochziehen. Was natürlich jetzt nicht so schön ist. Was wollen wir machen? So, wen wollten wir noch? Sneeble, Roselia und... Ah, genau. Oh, Madame. So. Was machen wir jetzt mit denen? Sneeble, war es nicht auffällig gegen... Anfällig gegen Feuer? Doch, weil es ein Eis-Pokémon ist. Beziehungsweise in diesem Spiel gibt es zwei verschiedene Sneeble. Und eins ist gar kein Eis-Pokémon. Sag. Ja, stimmt. Mit Sneeble wird es schwer. Ja? Auch mit Eis? Ich dachte jetzt, jetzt mit dem Eisnibel geht das? Guten Abend, wenn jemand möchte, habe ich ein paar Scheine doppelt. Marschok, Jonskora, Carpador, Rihorn. Ist das nicht mein Carpador? Ist das nicht mein Carpador? Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Wie geht's dir? Okay, Freak. Nee, wegen Pflanzenattacke. Eis ist kein Problem. Hm? Also mit Sneeble wird Pflanzenattacke stimmt. Guck mal, ich kann einfach den Schatten von dem Baum bekommen. Zack. Ja. Was haben wir denn jetzt noch zu tun? Wir können Geisterlichter gucken. Wir können Pipis. Im Mondschein können wir suchen. Wir haben Voltoros, haben wir. Wir brauchen noch Boreos und Demeteros. Das können wir gucken. Sonst haben wir eigentlich nichts mehr. Hm. Okay. Machen wir noch schnell die Items wieder rein, die wir nicht brauchen. Niemand die macht Samen. Knallkugeln lasse ich mal. Leider keine Zutaten mehr für Pilzköder, wie es aussieht. Ja. Okay. Dann gehen wir mal zum Strand. Was ist das mit Pipis? Runeiras, genau, Runeiras. Wir gehen zur Küstenlandbasis und wir schlafen. Nein, nichts. Nee, wegen Pflanzen. Ah, das habe ich gelesen. Gut, und dir? Naja, ich habe hier wieder zu kämpfen. Hast du die, hast du denn die drei Wolken-Pokémon schon? Weil da bräuchte ich noch zwei. Also eines ist hier, das weiß ich. Das dritte weiß ich nicht, wo es ist. Ich glaube, es war im Frostland, aber ich weiß nicht genau, wo es ist. Ich glaube, es hat noch ein bisschen Nebel. Blum. Aber wir brauchen ja Regen und Windböen. Und letztes Mal habe ich so 20 Mal geschlafen und dann hatten wir einmal das richtige Wetter. Und dann bin ich gestorben.
War nicht so cool. War gar nicht cool. Hi Mara, hi Beta. What was your first M-rated game you played? What does that mean? Like 18 plus game? In Europe it's a little bit different with rating. Major, ja, heißt das 18 plus oder heißt das 16 plus? Oder 21? Was ist das? Yes, okay, I don't know. I really don't know that. I'll think about it, but I don't know. I think Catherine was 18 plus, but that was not my first one. Maybe Tenchu? Or Mortal Kombat, I think. 21 quasi, okay. I think it's Mortal Kombat, if that is M-rated. And Tenchu, I don't know which I played first. Es regnet, aber es windet nicht. Schade. Schade. Ich finde, es sollte hier auch Tränke für den Charakter geben. Dass ich, also wenn ich von Pokémon angegriffen werde, dass ich die auch, dass ich mich selber auch heilen könnte. Wieso geht das nicht? What was yours, Seth? Da-da-dum. Oh, komm. Wer hat schon scheiße Wetter jetzt? Ah, das... Doch, ich glaube, das ist das Richtige. Warte, wir müssen schwimmen. Wir müssen ja schwimmen. Wo ist er? Seh nicht. Da ist er. So, und pass auf, es hieß, man trifft ihn mit Flügelbällen. Nicht. Der geht gerade so weit weg, dass ihn das nicht trifft, oder wie? Ah. Dann muss ich doch hin. Ah, okay. Mies. Das war zu langsam. Kann ich ihn treffen? Was ist das? Habe ich einen Bug ausgelöst? Och Mann, was wollt ihr denn? Wie ist dieser Bug? Ich weiß nicht. Das fände ich jetzt kacke, weil dann müsste ich nochmal schlafen und nochmal laden. Have more comment counts. I think it started the whole rating system. Okay. Hallo.
Ach, jetzt was? Ich schlepp. Hallo. Das ist jetzt euer Ernst, oder was? I must probably call of duty 4, okay? Und jetzt? Ja, und? Chillst du öfters hier? Da, Leute, mir geht das so verpasst. Frage zerstört das Spiel. Ich zerstöre alle Spiele. I played it up till Meryl started shooting people. What? And stopped playing for about a month. Ah, Meryl gives solid twin snakes. I didn't play that one. First time I saw killing in games. No, that was before. Ich glaube, der ist kaputt. Ich glaube auch. Ah, have you ever jumped before? Like this? Du bist auch kacke, wirklich. Du machst mir nicht alles Probleme. Ah, jetzt. Jetzt hat er sich wieder gefangen. Schön. Schön. Töt mich gerade. Hallo. Wunderbar, echt. Wunderbar. Ich bin stolz auf dich. Weil ich das Spiel kaputt gemacht habe oder weil es jetzt wieder funktioniert. Übrigens wollten wir speichern, wenn wieder scheiße Wetter ist. Why is that Pokemon being cringe? I really don't know that. I really don't. Just wanted to mess with me, I think. Ach, sowohl als auch okay. Sehr schön. And why is this Gyarados cringe? Don't want to spoil anymore if you haven't played it yet. I didn't. I only played Snake Eater. Which is really frustrating since I got the Legacy Collection thing. So, Moment. Wir können nicht speichern, oder? Wenn uns ein Pokémon entdeckt hat. Wir sind hier lauter Gyarados. Kannst du es bitte einfach schnell töten? Wäre echt nett. Doch ein Drache, oder? Töten? Was an dem Wort töten verstehst du nicht? So, jetzt muss ich irgendwie daran, ohne zu sterben. Kann ich auch warten, bis ich wieder geheilt bin? Ja, das geht weg. Schön. Schön. Was wollte ich jetzt machen? Sagt es mir, was wollte ich jetzt machen? Ich muss Cecilia einen Trank geben, aber ich wollte noch irgendwas machen. Speichern wollte ich. Speichern. Speichern. So, okay. Okay, auf ein neues. Also theoretisch habe ich sie einmal getroffen.
Vielleicht nicht wieder in alle Garados reinrennen. Ah. Hm. Ich hätte wohl gleich was werfen sollen, oder? Ah, oh, scheiße. Nein! Nein! Okay, Moment. Kann ich das so machen? Software beenden. Ich wette, wenn ich jetzt wieder reingehe, dann ist das Wetter anders. Wetten wir? I love the Metal Gear Solid series. I played every one of them over years. Yeah. The only ones I haven't played are 4 and Metal Gear Rising. What is Metal Gear Rising? Never seen that one. Drücke. Nein! Es regnet noch. Und der ist noch da. Hoho! Mann. Ein bisschen blöd, du kannst nicht gleichzeitig anvisieren und das Gewehr finden. Jetzt! Okay, nix. Jetzt darf nichts schief gehen. Wie zum Beispiel, dass ich Sneeble in den Kampf schicke. Was keinen Sinn macht. Keinen. Also wünsch mir Glück. Rip Sneeble. Sorry. Sorry. Gott, nicht so heftig. Wir machen noch ein Luna-Gebet, damit der uns nicht trifft. Ich mag Cresselia. Ich liebe es. So, jetzt ist es halt nur leider nicht im roten Bereich. I cried every time at the end of Snake Eater. And Metal Gear Solid 4 Rising was okay to play. Yeah, Snake Eater was really... That was really bad. I cried there too. Jetzt darf nichts schief gehen. Auch so berühmte letzte Worte. Ja. Haben wir! Yes! Wir haben Voltolos. Ich dachte, wir hätten Voltolos schon. Was hatten wir dann gehabt? Der Rabaro Theo. Einsatz von Luna Gebet gesehen. Muss ich noch einmal einsetzen. Okay. Hey, zurück und schlafen. Rip Boss. Was? Rip. Achso, ach der. Okay. Ach, die ist gerade hier. Ja. Ja. Kann ich mal ein bisschen Hype dafür kriegen, dass ich das jetzt gefangen habe? Danke. Danke, Anuke. Danke. Der Einzige, der mich hier hypt. There should be a Metal Gear Solid 3 Prequel. Yeah. True. That would be fun. So, und wer kann mir jetzt sagen, wo das letzte Wolken-Pokémon ist? Wer weiß das?
Donor kann, sondern sein nur Krafttechnik den Buch. Ja, du hast du angegriffen? Sieht nicht aus, als hättest du angegriffen. Danke, Soul Wähler. So, wir gehen zurück und dann speichern wir auch gleich. So. Konami, what the fuck did you make? An HD version of Metal Gear Solid 3 for a Pachinko Machine. What? Dem hast du es richtig gegeben? Ja, oder? Oder? Finde ich auch. Wo muss ich jetzt hin, Lord Miguel? Ich glaube ins Frostland. Aber wir gehen noch erst kurz zu den Aufwölfen, wenn da schon welche sind. Vielleicht steht das ja auch in der Questbeschreibung. Wieso steht das da nicht? Ich glaube, sie hat es gesagt, wo sie sind. Konami only make good positions. Good decisions. It does? What? Das letzte ist im Schneegebiet in der Mitte. Ein Stück vor dem Eisberg in der Mitte. Kommt aber nur bei Schneegebiet. Okay. Okay, sehr schön. Es gibt Pichus. Und Pikachus. Okay. Ja, ich glaube, sonst sind keine guten. Wir gehen Pichus jagen und dann gehen wir Pikachus jagen. So machen wir das. Pichus! Oh, ein shiny Pichu. Wer ist so süß? Wo ist mein Marker? Sehe ich meinen Marker nicht? Da. Da unten. Da sind sie! Läuft mir jetzt nicht ernsthaft immer noch hinterher, oder? Guck mal, die sind so goldig. Was mögen die denn? Ich weiß noch gar nicht viel über die. Also Knirschmaterial. Kleine Exemplare. Gefangen werden ist geschlafen. Müssen wir auch noch machen. Guck mal, ich habe ein bisschen Honig. Warum habt ihr das nicht gegessen? Ich dachte, ihr mögt das. Da ist ein Pikachu. Du bist beim falschen Auflauf, Pikachu. Pichus gut. Wo sind die hingerannt? Wo rennst du denn hin? Ist doch kein Kleinstein. Ist einfach Pichu Level 60. Hm.
wegrennen. Nicht wegrennen, ich tu nix. Zwinge euch nur in Gefangenschaft zu leben. Aber die meisten kommen auch wieder frei, wenn wir mal ehrlich sind. Da dürfen sie dann immerhin nach dem Was? Ich lese es gleich. Ich lese es gleich. Ah! Ich wurde entdeckt. Okay, 91 Galoppa ist vielleicht ein bisschen overkill. Haben wir denn ein passendes Level? Nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Kannst du ganz bisschen und nicht anzünden? Die tötet euch bestimmt. Ja, brennt. Schön. Aber immerhin ist nicht getötet. Ara, ich weiß es nicht. Was weißt du nicht, bitte? Bei dem Spiel weiß man, warum die Pokémon jetzt so von diesem Gras verstehen. Ja! Das ist... Ich finde das voll witzig. Präsent von Pikachu. Weil in diesem Spiel sind wir es, die uns im Gras verstecken. Oh, es schläft. Und sonst sind es immer... Die Pokémon, die sich im Gras verstecken. Da liegt so faul. Ah, Gott. Sag mal! Ihr habt doch gar nichts gesehen. Ah! Den Klops da hinten gesehen. Ich hab, als ich Pokémon Go gespielt habe. Da hatte ich als Starter ein Pikachu und es war einfach fett. Das war das fetteste Pikachu, das es je gab, glaube ich. Und ich habe es Klopsi genannt. Das war mein kleiner Fettsack. Mein Klopsi. So, da dürfen sie dann immerhin machen. Fangen auf eine Wiese und versauen nicht auf einem PC. Immerhin, das stimmt wirklich. Ja. Da sind sie dann auf meiner Heide. So aggressiv. Oh. Fun fact. Metal Gear Solid 3 subsisten on second disc. You were able to play both the original Metal Gear and Metal Gear 2. So it's Snake for the MS. Really? Okay. I didn't know. Ach, sag mal! Wieso bist du so gemein, Pikachu? Subsistent was the update version with more content. Really? I know where to play again on the week. Ja. Wochenende gerettet. Komm, es kann doch nicht sein. Ach, da. Ja, wo kommst du denn jetzt her? Das ist ein kleines Weibchen. Ganz zart, Cresselia. Ein bisschen. Gut, perfekt. Das war perfekt.
Wann lerne ich hier eigentlich Masterbälle herzustellen? Das habe ich mich gefragt. Okay, gut. Nächste Pikachu-Erde. Den machen wir gleich wieder ran. Geht komplett in die falsche Richtung. Oh, da ist Licht. Da ist Licht nicht an. Der starke Regen scheint bald aufzuhören. Nein! Immer noch 10 weitere. Wie soll ich die denn bitte finden? Wieso gibt's kein Geisterlichterradar? Amateur had one was called subsistence. Secret uses the subsistence version. Oh great! Then I can play that too. Wo gehe ich hin? Wieso gehe ich wieder in die falsche Richtung? Weil ich wieder auf den Knopf geguckt habe. Und nicht auf das Fähnchen. Oh Gott. Nein. Menno, wieder kein Shiny Pikachu. Erbärmlich. Erbärmlich. Ich wollte Don Shiny. Faszinierend. Wenn es geschlafen hat, muss ich mir noch eins machen. Ohne entdeckt zu werden. Und füttern mehr. Und entwickeln müssen wir drei, okay. Okay. 40 mal Donnerblitz. 10 Exemplare. Ich habe 5 Tage gebraucht, um alle Lichter zu finden. 3 Tage davon war für das letzte. Boah, das ist mies. Gibt's da keinen? Da gibt's doch bestimmt jemand, der die Fundorte markiert hat auf der Karte. Im Internet, oder? Also die alleine gesucht. Ich kaufe ein paar Köder. Und dann gehen wir das letzte Wolken-Pokémon fangen. Was haben wir noch? So. Wow! Entons! Hallo, DN! DNGI? DNGI? vielen Dank für deinen Raid! Dankeschön! Bitte sag mir, wie man dich richtig ausspricht. Danke! Ach, die sind ja auch goldig, die Entons! Hallo, Skorbut! Hallo! DNG. Hallo Tweety. Ihr seid ja goldig. Wo kommt ihr her? Habt ihr Pokémon gespielt? Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und herzlich willkommen im Stream. Vielen Dank. Ein Kumpel und ich machen den Pokédex komplett mit allen Missionen. Das ist auch eine Lebensaufgabe. Das ist absolut eine Lebensaufgabe. Mein Gott. Mein Gott.
Dungi, Midu, okay, alles klar. Dungi, herzlich willkommen. Wie geht's? It's upside down, invasion, it is. Wir haben auch Pokémon gespielt, ja. Schön. Wie weit seid ihr gekommen? Wir haben heute alle Inkognitos vervollständigt und jetzt, wenn es keinen coolen Massenauflauf gibt, natürlich gibt es einen coolen Massenauflauf, aber es gibt einen im Schneefeld, dann gehen wir dahin. Das heißt, es schneit auch, oder? Weil jetzt suchen wir gerade die Wolken-Pokémon. Mach nur noch die Nebenmissionen und dann mal schauen. Okay, das heißt, du bist soweit auch fertig, vermutlich. Das heißt, wenn es schneit jetzt, müsste dann ja das Wolken-Pokémon da sein, oder? Dann lassen wir die Aufläufe mal links liegen, was ich ganz furchtbar finde. So, Lord Migge hat gesagt, in der Mitte vom Eisfeld, glaube ich. Also ist das da bei dem Eisblock oder muss ich noch woanders hin? Das habe ich leider abgegeben. Habe erfahren, dass man ein Pokémon nur bekommt, wenn man einen Spielstand von einem Vorgänger hat. Das ist gemein. Das hätte ich dann auch nicht in dem Fall. Da ist er. Da war er. Hat der Schnee jetzt aufgehört? Nee, da ist er. Kann ich mich verarschen oder was? Ich habe die Pokémon gesehen, von denen berichtet wurde. Muss ich jetzt dasselbe machen wie auf dem Wasser? Greift ihr mich auch an? Ach, ich kann gar nicht. Ah, nee, okay. Bei dem geht das so. Und der ist ja hässlich. Der ist ja hässlich. Also die anderen zwei sind auch nicht hübsch. Aber der... Den finde ich schon echt hässlich. Der ist wieder so dumm. Aua. Nein. Oh Gott. Hat ein bisschen Angst. Habt ihr die schon gemacht? Gundi? Es war Gundi, glaube ich, oder? Habt ihr die schon? Bei mir ist das jetzt theoretisch der letzte, aber jemand hat mich gespoilert, das ist hier nicht mehr. Au! Okay, der war nicht nett. Ach komm, der hätte treffen müssen. Hat der nicht getroffen? Ja, klar, jetzt. Ich wollte gerade sagen, okay, ich muss gleich speichern, bevor ich wieder. Ja. Nein, ich meine Bälle. Wo sind eigentlich die Leute, die mir die Taschen zurückgeben? Wo sind die? Kann mir das mal jemand sagen? Oh Mann. Ja, stimmt, das war bei mir auch ein Dämpfer, aber naja, ist eine gute Beschäftigung für mich nebenbei. Die Evolis brauchen halt auch ewig. Ich hatte da sehr viel Pech. Wieso brauchen die Evolis ewig? Ich habe bei Evoli, ich glaube, ich muss da nur noch ein paar Mal Ruckzuckhieb sehen. Für ab und an mal ist es jedenfalls mega. Die Carpadore haben mich genervt. Dafür aber sehr viele umgebracht. Ich glaube, teilweise muss ich sie auch wieder. Auch selbst wieder einsam. What? Was? Okay, es schneit aber immer noch. Das heißt, ich speichere jetzt. Und hoffe, dass es dann immer noch schneit. Oh ja, der Killkern bei Carpador steigt bei mir auch immer weiter an. Muss man da so viele töten? Oder wie? Dann bin ich darüber, weil ich die Fahne aufgesetzt habe. Da ist sie.
Aber ich ballern hier nochmal zur Sicherheit. Kein Risiko mehr eingehen und ich mache ein paar Bälle. Kann ich nicht. Das ist jetzt blöd. Dann müssen die reichen, die ich habe. Okay, hätte nicht gedacht, dass ich ihn treffe. Dachte, der wird sauer. Hm. Der ist nicht so wie, mies wie Voltorb. Nein! Nein, tu nicht auf den! Da, wo war er? Wo ist er? Ach, komm. Komm! Celia, du willst mich doch verarschen hier. Auch hier gerade in Auflauf sein muss. Ein fucking Quiekel, echt. Jetzt aber. Das arme Quiekel. Was, das arme Quiekel? Das soll nicht im Weg rumstehen. Bei mir kamen super wenig Evolis und bis ich die alle unentdeckt gefangen hatte, hat es lange gedauert. Echt? Ich hatte, glaube ich, schon 3 Evoli-Aufläufe. Und in den Raum Zeitverzerrungen kommen bei mir eigentlich auch immer relativ viele. Das sind bei mir Leidtragende, wenn ich bestimmt ja dann, ach so, machen muss. Ach so, das hast du mal erzählt. Stimmt. Stimmt, Lord Miguel, das hast du mal erzählt. Kein Mitleid. Nein! No mercy. Das hat sich dazwischen geworfen, dann muss es auch mit den Konsequenzen leben, würde ich sagen. Ich weiß nicht, machst du viel Schaden bei dem? Nee, ja, okay. Also erstmal Piano, ja? Wieso muss das jetzt ein Volltreffer sein? Das ist wieder nur im gelben Bereich. Genau so, Fenris. Genau so. Das gibt heute Abend Schweinebraten, das Quiekel. Ja, mein Kumpel hat auch viele Evoli-Aufläufe gehabt. Da bei mir sehr lang. Ja, das ist kacke. Das ist halt immer ein bisschen blöd, weil es so unberechenbar ist. Das Pokémon hat sich befreit. Bei mir, ich weiß noch, bis ich das erste Evoli hatte, das hat auch lange gedauert, weil ich habe immer eins gesehen und dann war ich zu dumm, um einen Ball drauf zu werfen. Das war halt noch am Anfang und da habe ich immer das Pokémon geschmissen und dann ist es Enton. Und dann ist Enton lieber an den Baum gegangen, anstatt da drauf zu hauen. Nicht effektiv, perfekt. Nicht perfekt. Keine Items nutzen. Wie keine Items nutzen? Keine Bälle nutzen? Willst du jetzt, dass ich 5 Minuten da sitze und keine Bälle nutze? Oder was? Oder zählen Bälle da jetzt nicht dazu? Jupp. Ernsthaft? Ziemlich genau das. Ernsthaft? Okay, 34 haben wir angefangen. Winter ist auch ein guter Plan. Was? Winter ist auch ein guter Plan. Ich habe mir schon ein bisschen was vorgestellt, jetzt gesagt.
Okay, Moment, sind das denn jetzt immer 2 Minuten oder 5 Minuten? Ich glaube, es waren 2 Minuten, wenn ich das machen muss, oder? Dann dürfen. Gucken wir, ob wir es noch irgendwie in den roten Bereich gekitzelt kriegen. So. Schön. Machen wir das nochmal. Nee, machen wir nicht. Wir wechseln das Pokémon. Und dann warten wir hier. 5 Minuten. Warte mal, Ja, ist okay. Ich hab da schon. Ich bin gerne böse. Schön. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, mehr kannst du nicht mehr, oder? Was soll das? Better. So. Better stop. Und was machen wir jetzt? Müsst ihr morgen arbeiten? Habt ihr heute noch was Besonderes vor? Was habt ihr so als letztes gespielt? One more, please. No, I did 3 for you. Okay, it's a 4. Okay. Satisfied now. Ich kann ja mal etwas machen. Und ihr könnt gucken, ob euch ein Unterschied auffällt. Pass auf. Mehr Bewerbungen schreiben, das ist ein guter Plan. Hier bearbeiten morgen, aber ist zum Glück schon Donnerstag. Stimmt, morgen ist schon Donnerstag. Das heißt, wir haben schon fast gewonnen. I counted 9 in chat. And how much did I drink? I think I drank 9. Moment. Muss ich kurz schauen. Ja, okay. So, ich hab was gemacht. Mal gucken, wem es als erstes auffällt. Hat mir jemand was geschenkt? Ah nein, mein Geschenkabo für Adrian ist aufgelaufen. Wo ist eigentlich der gute Adrian? Den habe ich jetzt auch schon öfters nicht mehr gesehen. Oh, und Lance. Wenn Lance nachher noch spielt, dann gucken wir. Lance, so. Der spielt wieder Legend of Zelda. Ja, arbeiten, aber wenigstens gebe morgen zum Griechen in der Mittagspause. Da wartet ein Weizen und ein Uso auf mich. Okay, in der Mittagspause? Kein Bier vor 4 und so. I think you're good. Am I? Na, das hätte ich auch gern. Verträgt sich nur nicht so gut mit 60 Kilometer Autofahren. Ja, das stimmt. Musst du gar nicht Auto fahren, Mann, Miguel, für deine Arbeit. Das wäre bei mir auch ein bisschen fatal. Ich fahre eine halbe Stunde zur Arbeit. Das wäre, glaube ich, nicht so cool. Ja. Wann haben wir angefangen? 34. Okay, wir warten noch so eine halbe Minute und dann fange ich dieses Voltios. Wie heißt das überhaupt? Oreos. Wie findet ihr die eigentlich? Weil ich finde die auch so überhaupt nicht hübsch, ehrlich gesagt.
Und vom Stil erinnert mich das immer so ein bisschen an Dragon Ball. Ich finde, die sehen aus, als wären sie von Dragon Ball Zeichen gezeichnet worden. Brauche auch eine Stunde zu arbeiten. Eine Stunde! Das ist heftig. Das ist heftig. Als Berufseinsteiger habe ich auch eine Stunde fahren müssen zu meiner ersten Arbeitsstelle. Und das ist dann schon echt heftig. Weil dann aus einer 40-Stunden-Woche halt gleich eine 50-Stunden-Woche wird mitfahren. Das ist schon echt heftig. Da beneide ich dich überhaupt nicht. Das Bier ist dazu da, um den Feierabend einzuleiten. Dann dauert dann zwar noch 4 Stunden, aber hey, bis dahin ist es wieder gut. Kein Bier vor 4! Yes, you are. No questions. Damn it, no questions. What? I think you're good. Who, me? I didn't even got it. Also zwischen 30 und 45 Minuten. Okay, da bin ich ja noch echt gut gewesen. Also ich fahre knapp 30 Minuten. Warum müsst ihr alle so viel fahren? Und das heißt, du trinkst echt... Gut, ich meine, es sind ja dann auch noch 4 Stunden, bevor du es dann, also wo du es wieder abbauen kannst. Warum müsst ihr so weit fahren? Bei mir sagt schon jeder, da fahren wir aber echt weit. Lohnt sich das überhaupt? Und ich so, nö, bei den Spritpreisen überhaupt nicht. Ehrlich gesagt. Da werdet ihr ja wahnsinnig. Yes! Wir haben Boreas! Wir haben die Quest geschafft, jetzt gehen wir zu Kogita. Nein, wir könnten auch noch gucken, ob es hier einen Auflauf gibt, hinrasen. Dann zu spät sein, vermutlich. Wieso bekomme ich eigentlich nur einen Alola Vulpix? Ich wollte mich da schon früher mal drüber beschweren, dass die einfach 6 hat und ich nur 1 abbekommen habe von dem. Ich bin das vorher mit Gebahn gefahren. Das waren 2,5 Stunden für einen Weg. Um Gottes Willen. Mit dem Auto geht es viel schneller. Also ich fahre auch mit dem Auto. 2,5 Stunden. Wieso machst du das? Ich hoffe, du bekommst viel Kohle in deinem Job. Wisst ihr was? Die finde ich alle kacke. Und es gibt nicht mal eins Bären. Da machen wir jetzt gar nichts. Da haben wir einfach ab. Jesus. Die Bahnverbindung zwischen Köln und meiner Arbeit ist sehr schlecht. Ja, das denke ich mir. Ja, das war tatsächlich der Grund und die Arbeit ist halt sehr interessant. Okay, gut. Da hast du ja echt keine Freizeit mehr. Inkarnationsform. Oh, die haben noch andere Formen, okay. Okay.